Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich hier, Christoph Graf, der einmal ein toller Mitarbeiter von mir war, hier zu seinem Vortrag bei der MIT begrüßen zu dürfen und wünsche ihm viel Erfolg. Danke, Hans. Einen wunderschönen Nachmittag hier auf der MIT 2022. Ich darf Sie im Namen der Riedel Communications und auch in meinem Namen ganz herzlich begrüßen. Ich möchte heute ein bisschen über Medien-Echtzeitnetzwerke erzählen, was in unserem Fall Teil unseres Portfolios ist. Wir sind natürlich sehr bekannt durch unsere Intercom-Lösungen, Familie Artist und auch Bolero. Und deshalb heute der Fokus auf Medionet als Echtzeit-Mediennetzwerk. Kurz vorweg, Riedel hat auch einen Standort in Wien-Meidling, der auch ein Entwicklungshub von Riedel ist. Wir haben rund 45 Entwickler, die das Portfolio Bolero und auch Medionet entwickeln, Hardware, Firmware und Software. Wollte ich nur an der Stelle erwähnen, weil es ist für Wien schon eigentlich sehr spannend, hier vor Ort zu sein. Genau, was bedeutet Medionet? Also Medionet bedeutet eigentlich ein dezentrales Video-, Audio- und Datenrouting-System. Also das ist sozusagen unser Ansatz, dezentral zu sein. Wir haben in dem Portfolio Lösungen für Baseband-Video, TDM auf einem proprietären Protokoll basierend, aber auch IP-Lösungen, die sozusagen Hand in Hand greifen. Und nachdem wir hier auf einer Theater- und Veranstaltungstechnikmesse sind, habe ich mal ganz kurz ein Beispiel rausgenommen. Wir kennen das sicher alle aus unserem Alltag. Man hat eine Bühne mit Quellen und Senken, man hat eine Videoregie und man transportiert Signale von A nach B. Und abhängig von der vorgegebenen Infrastruktur ist es natürlich immer nicht ganz einfach, von A nach B zu gelangen. Man nimmt sich dann einen LWL-Konverter zu Hilfe, setzt auf die vorhandene Glasfaserinfrastruktur. Vielleicht im Fall eines Schnürbodens setzt man auf einen Cut-Konverter, weil hier kein Glas verfügbar ist. Im nächsten Schritt braucht man einen weiteren Konverter, weil sich die Inszenierung geändert hat und eine weitere Kamera eingeführt wurde. Und abschließend natürlich das Signal zurück auf einen Rückprojektor zum Beispiel transportiert, vielleicht wieder zu Nutzen der LWL-Glasfaserverkabelung. Das ist sicher bekannt in der Runde, nehme ich an, das ist so das tägliche Leben. Medionet ist eine Lösung, die SDI und auch Audio bereitstellt auf MADI-Basis sowie auch Netzwerktunnel. Da gehe ich dann noch weiter ins Detail ein. Die Idee dahinter ist aber sozusagen dezentral aufgebaut zu sein. Konventionelle Router sind irgendwo an einem zentralen Geräteraum vor Ort. Man muss alle Signale sozusagen über die Verkabelung zusammenführen und von dort wieder absetzen. Und die Idee hinter unserem Konzept war sozusagen, den Router in Scheibchen zu schneiden und damit mehr oder weniger direkt an den Ort zu gehen, wo das Signal entsteht, beziehungsweise dort auch abzusetzen, wo es wieder gebraucht wird. Und damit ein bisschen ein anderer Denkansatz als ein klassischer zentraler Videorouter. Kann zum Beispiel so aussehen, wie auf diesem Beispiel, eine Sterntopologie mit einem zentralen Knoten. Auf die Hardware gehe ich später noch ein bisschen ins Detail. Und Sie sehen schon hier, man kann die Geräte dort absetzen, wo man sie braucht. Könnte die Unterbühne sein, könnte der Schnürboden sein, könnte aber auch die Videoregie sein oder ein Streamingstudio. Und das System ist aber sehr offen. Das heißt, es ist keine Topologie vorgegeben. Wir können uns da komplett frei verkabeln, wie die Infrastruktur das bereitstellt. Es könnte genauso gut eine Ringtopologie sein, wie in diesem Beispiel. Und Medionet bringt die Intelligenz mit, um im Falle eines Ausfalls, eines Fiberlinks zum Beispiel, auch Signale augenblicklich umzurouten. Angenommen, es wird eine Glasfaserverbindung zwischen zwei Frames unterbrochen, könnte man sofort darauf setzen, dass das Signal, wenn Bandbreite vorhanden ist, umgeroutet wird. Ein wichtiges Feature, was natürlich produktionsrelevant ist. Neben Ringtopologien könnte man auch vermaschte Topologien planen, gerne gemacht in Fixinstallationen, weil man damit noch mehr Bandbreite und noch mehr Ausfallssicherheit garantieren kann. Um ein bisschen einen weiteren Blick auf die Hardware zu führen, wir haben verschiedene Geräte im Portfolio, die sozusagen auf diesem Protokoll basieren. Da gibt es auf der einen Seite den Compact Pro, das ist sozusagen, ich würde es mal unter uns nennen, das Schweizer Taschenmesser, weil viele Ein- und Ausgänge bereitgestellt werden. Wir haben auf der einen Seite SDI,
Wir haben auf der anderen Seite analog, inklusive Phantomspeisung und PET. Wir haben aber auch Digital-Audio im Falle von AES3, das auch soweit kompatibel ist, dass man damit Riedel-Artist-Sprechstellen absetzen kann. Wir haben Seriell an Bord, wir haben GPI und wir haben auch Netzwerktunnel, die man dann nutzen kann, um zum Beispiel sein Steuerprotokoll abzusetzen oder sein Dante voll transparent drüber zu tunneln beispielsweise. Jedes Frame hat auch einen Sync-In- und Output, um dem globalen Takt der Umgebung zu folgen sozusagen, inklusive der Option, den zu konvertieren. Also man könnte zum Beispiel Blackburst zuführen, aber am anderen Ende Wordclock ausgeben oder Tri-Level ausgeben, wenn das gebraucht wird. Ein weiteres Produkt dieser Familie ist das sogenannte Micron. Hier bewegen wir uns in die Richtung Hardware, die auf App basiert, das heißt softwaredefinierte Hardware. Das Micron hat eine relativ hohe Dichte von 12 SDI-Inputs bis zu 3G-fähig auf 12 SDI-Outputs, hat 2 SFP-Schächte für MADI, hat einen Netzwerktunnel, einen Management-Port und 8 10-Gig-Links, um damit sozusagen seine Daten von A nach B zu transportieren. Was wir schon vorhin in der Sterntopologie gesehen haben, war das sogenannte Metron. Das Metron ist ein 320 Gigabit-kompatibler Medionet Core Router, der sozusagen die zentrale Schnittstelle bilden könnte, aber nicht zwingend muss, wie wir vorhin gesehen haben. Also das ist sozusagen so ein zentrales Element, um viel Bandbreite bereitzustellen. Auch hier Sync-Schnittstellen an Bord und auch Netzwerktunnel an Bord. Und zu guter Letzt das Micron UHD, das jüngste Produkt dieser Produktfamilie, das auch schon 12G-fähig ist. Hier ist die Dichte nochmal gewachsen. Sie sehen es in der Grafik, es sind 16 Eingänge, 16 Ausgänge und es sind 16 BNC-Konnektoren schaltbar verbaut. Das heißt, man kann eine 24 auf 24 Matrix bauen, man könnte aber auch 32 auf 16 und so weiter kreieren. Also es muss nicht zwingend symmetrisch sein. Vergleichbar mit dem Micron, auch hier 2 SFP-Schächte, die MADI abbilden. In dem Fall 3 Netzwerktunnel, ein Management-Port. Und durch 12G muss natürlich auch die Bandbreite wachsen. Wir haben hier 4 Ports zu je 100 Gig für den Backbone am Fiber. Selbstverständlich muss ich nicht dazu sagen, jedes Gerät ist mit redundantem Netzteil ausgestattet. Ich möchte hier nochmal die Highlights zusammenfassen. Wie gesagt, wir haben hier eine applikationsbezogene Hardware. Man kann auch sozusagen mehrere Softwarelizenzen auf der Hardware gleichzeitig lizenzieren und dann abhängig von seiner Produktion die jeweils vernünftigere starten, die einem sozusagen den Benefit bringt. Die Standardapplikation ist sozusagen die klassische Router-Anwendung, die 48 SDI-Ports auf einer Höheneinheit bereitstellt, jeweils 8 davon bis 12G-fähig. Aber auch eine Mischnutzung ist denkbar. Also man muss nicht zwingend 12G und 3G oder HD unterscheiden, sondern man kann auch einen Port auf 3G betreiben, den nächsten auf 12G betreiben zum Beispiel. Schon kurz erwähnt, 400 Gig Medionet Backbone zu 4 QSFPs, 100 Gig, auch down-kompatibel zur schon angesprochenen Hardware. Also es ist hier jede Hardware miteinander kompatibel. Man kann einen Compact mit einem Micron UHD kombinieren oder ein Micron mit einem Micron UHD kombinieren. Da sind sozusagen alle Optionen möglich. Micron, wie gesagt, schon 2 MADI-Ports, die mit SFPs bestückt werden, damit Glasfaser oder elektrisch kompatibel. Es gibt einen Netzwerktunnel und Sync-In- und Output vor Ort. Kommen wir noch zu den Glue-Features, wie wir sie intern nennen. Damit meine ich sozusagen, dass man viel Outboard-Equipment eigentlich einsparen kann in seiner Produktion, denn es hat sozusagen jeder Micron-Frame damit schon eine Konvertieroption an Bord. Man kann 12G auf 3G konvertieren. Man hat Frame-Store und Frame-Synchronizer an jedem Ausgang. Wir haben Audio-Embedder und De-Embedder. Das heißt, ich kann mir beliebig SDI-Audio auf MADI-Routen, MADI auf SDI oder auf einem Compact-Frame auf den analogen Ausgang zum Beispiel. Zusätzlich eine automatische Formatdetektion, das heißt, das Medionet zeigt mir in der Software MediaWorks auch, welches Signal ich im Moment empfange. Ist es ein 1080i50 oder ist es ein 1080p? Wird automatisch erkannt.
Wir haben Test-Pattern-Generatoren an Bord, die sogar sozusagen mit eigenen Bildern hinterlegt werden können. Also da könnte man dann das Logo ihrer Produktion oder ihrer Firma sozusagen hochladen und hat dann für jede Auflösung ein Test-Pattern, das man auf dem Eingang wie auch auf dem Ausgang aktivieren kann. Und zusätzlich gibt es On-Screen-Display. Hier kann ich mir zum Beispiel den Namen des Ein- oder Ausgangs, den ich für die Matrix vorgesehen habe, einblenden oder einen manuell definierten Namen, und ich kann auch den Timecode, den ich empfange, darstellen. Das lässt sich in der Software relativ flexibel platzieren, kann in einer Ecke sein, kann auch zentral sein, man kann die Schriftgröße anpassen. Und abschließend gibt es auch noch Sample Rate Converter für Audio an Bord. Beispiele für den Einsatz: Also es gibt natürlich die Möglichkeit, so einen Frame auch im Standalone-Betrieb zu nutzen. Man könnte damit zum Beispiel einen 24x24 Router bauen, hat dann die Glue-Features an Bord sozusagen. Man könnte aber auch eine Point-to-Point-Verbindung aufbauen. Ich zeige es ein bisschen später noch in einer grafischen Darstellung, aber man könnte einen Frame in der Unterbühne verbauen und einen in der Videoregie im klassischen Theaterbereich und damit sozusagen Signale gebündelt durchs Haus übertragen. Oder man baut das System noch größer auf, platziert zum Beispiel Frames im Orchestergraben oder in der Unterbühne, in einem Streamingstudio, was auch immer die Anforderungen dazu sind. Ich habe schon die Applikationen angesprochen, die verfügbar sind. Neben der Standard-Applikation und den Router-Möglichkeiten gibt es auch eine Multiviewer-Applikation, die sozusagen beim Micron wie auch beim Micron UHD geladen werden kann. Hier gibt es sozusagen 36 Pips, die auf bis zu 8 Heads gerendert werden können. Man sieht hier in der Grafik, es gibt dann ein bisschen Ressourceneinschränkungen an der Hardware. Das heißt, ich kann nur 8 I und 8 Outputs verwenden, weil einfach die Rechenkapazität vom FPGA in dem Fall dann in das Multiviewer-Rendering verschoben wird. Zusätzlich haben wir die sogenannten Widgets, die damit meinen wir zum Beispiel Timecode oder eine Uhr oder ein Logo. Das lässt sich alles sozusagen relativ leicht per Drag-and-Drop in unser Multiviewer-Designer dann in das Layout fassen. Ich habe es hier nochmal aufgeführt. Also es gibt einen Template-Designer in unserer Software MediaWorks. Natürlich inklusive Tele- und Under-Monitor-Display. Es gibt Audio-Metering, optional, kann man ein- oder auch ausblenden, wenn nicht notwendig. Es gibt in den Widgets Uhr-Elemente und auch synchronisierte Counters. Um auf mein Beispiel von vorhin zurückzukommen, ich habe mir hier erlaubt, ein kleines Bild von einem Theatergrundriss einzufügen. Ein Standalone-Betrieb könnte zum Beispiel sein, in der Unterbühne ein Micron UHD zu verbauen, um dort die Versatzkästen zum Beispiel zu bündeln. Man könnte dann vom Rechner in der Videoregie aus über den Management-Port das Routing ändern, abhängig von Probe zu Vorstellung oder vielleicht Fremdveranstaltungen wie Gastspiel. Und könnte auch in einem weiteren Schritt das System relativ einfach erweitern, indem man sozusagen in seiner Videoregie ein zweites Micron UHD einführt und dann über eine Glasfaserverbindung sozusagen miteinander vernetzt, um so die gebündelten Signale, die man in der Unterbühne schon zusammengefasst hat, in seine Videoregie zu übertragen und auch zurück natürlich. Weitere Ergänzung könnte sein eine Stagebox, wenn beispielsweise in einem Nebenraum, in einer Garderobe zum Beispiel etwas gedreht wird. Ich kann mich da an so typische Beispiele wie Greenbox-Situationen erinnern. Dann könnte ich zum Beispiel ein mobiles Rack haben, wo ich einen weiteren Frame, in meinem Beispiel jetzt ein Compact, einfach anbinde und damit sozusagen weitere Ein- und Ausgänge verfügbar habe. Und das Routing im Netzwerk ist ja komplett frei wählbar sozusagen. Also das System schränkt mich hier nicht ein. Ich kann jeden Eingang, der verfügbar ist, auf jedem Ausgang routen. Ich muss mir auch keine Gedanken machen, ob das Signal irgendwelche Hops nimmt, zum Beispiel durchs System. Das wird alles intelligent von Medionet verwaltet. Man könnte das dann zum Beispiel, wenn die Infrastruktur vorhanden ist, an die Unterbühne anbinden. Man könnte es aber genauso gut an das Micron in der Videoregie anbinden oder im Optimalfall den Ring sogar komplettieren. Ein weiteres Beispiel aus dem Event- und Theaterbereich. Hier ist es ein bisschen größer gedacht von meiner Seite. Wie gesagt, man kann ja die Topologie aufbrechen. Man könnte zum Beispiel jetzt hier ein
Frame in der Videoregie vorsehen, weil man das schon längere Zeit als klassischen Router benutzt, könnte es ergänzend durch zwei Compact Frames im Orchester graben, weil hier hilft mir vielleicht der analoge Eingang, um ein Mikrofon abzugreifen, um Mithören zu schaffen. Ich könnte einen Compact Frame dann im Inspizientenpool platzieren, weil es praktisch ist, hier zum Beispiel die Displays gleich lokal zu beschicken, um den Multiviewer an den Inspizienten zu senden. Der Compact hat auch den Vorteil, dass er zwei Displayports bereitstellt. Das heißt, man könnte auch den Konverter von SDI auf Displayport in dem Fall einsparen. Weiters habe ich mir gedacht, ja, heutzutage ist Streaming ein großes Thema in Veranstaltungen und auch im Theater. Man könnte ein Streaming-Studio einrichten, auch hier wieder ein weiteres Frame platzieren und vielleicht final eines im Geräteraum und diese dann natürlich über die vorhandene Glasfaserinfrastruktur miteinander vernetzen und hat damit eigentlich den dezentralen Router gebaut, der sozusagen unsere Vision war. Ich möchte nochmal daran erinnern, muss keine Ringtopologie sein, wie jetzt hier in meinem Slide, könnte genauso gut sternförmig verkabelt sein oder auch von einem Frame punktuell zur Videoregie, weil hier die vorhandene Infrastruktur genutzt werden kann. Neben Medianet TDM gibt es in der Riedel Medianet Familie auch IP-Lösungen. Ich weiß nicht, ob Embryonics ein Begriff ist, aber das ist eine kanadische Entwicklung, die sich darauf gestürzt hat, sozusagen IP-Gateways, sprich die Konvertierung von SDI auf IP in den Formfaktor eines SFPs zu bauen. Und Thomas Riedel hat die Firma Embryonics in die Riedel-Gruppe integriert, das heißt, es ist jetzt sozusagen ein Riedel-Produkt. Sieht so aus. Sie können es am Stand gerne dann in Natura bewundern. Es ist nicht größer als ein SFP, hat aber sehr viel Prozessor-Power, kann als Gateway zur IP-Welt verwendet werden, geht in der Form zum Beispiel direkt in einen IP-Switch und ein SFP kann bis zu 2 3G-Signale abbilden sozusagen. Die werden als zweimal Eingang, zweimal Ausgang oder auch bidirektional angeboten. Und am Ende ist es natürlich unser SMPTE-2110-Standard, auf den wir setzen. Optional könnte es auch 2022-6 sein. Vorteile davon, Hitless Redundancy für diejenigen, die das kein Begriff ist. Man könnte sozusagen an zwei Netzwerke andocken, das berühmte rote und blaue Netzwerk, falls es hier einen Ausfall geben sollte, wird die andere Route gewählt sozusagen. Die Pakete werden immer zweimal angeboten, es wird immer in zwei unterschiedliche Netzwerke gestreamt und das sozusagen seamless. Wir haben Dual Channel on Board. Wir unterstützen natürlich IS67 Audio mit 4 Flows bis zu je 16 Kanälen. Auch Wide Senders sind von Medianet IP unterstützt und das LLDP-Protokoll, um die Geräte leichter im IP-Netzwerk aufzufinden. Die Steuerung kann basieren auf Ember Plus oder NMOS. Das heißt, auch hier sprechen wir eigentlich wieder von software-definierter Hardware. Das heißt, beim Kauf der Hardware entscheiden Sie sich, ob die Applikation mit einer Ember Plus-Schnittstelle oder mit einer NMOS-Schnittstelle geliefert wird. Optional gibt es Frame Sync und auch Clean and Quiet Switching und weitere Gateway-Lösungen. Diese SFPs müssen natürlich verbaut werden. Der 19-Zoll-Träger dahinter, der von uns angeboten ist, ist ein Virtual 48S. Es ist sozusagen ein IP-Switch, der 48 25 Gig-Ports bereitstellt und dann entsprechende Uplinks zum Core-Switch. Und den kann ich somit sehr flexibel gestalten. Ich kann ihn mit Fiber-SFPs bestücken oder auch mit Coax-SFPs, um hier sozusagen meinen Router entsprechend meiner Bedürfnisse aufzubauen. Hier nochmal ganz kurz in dieser Slide die Key Features zusammengefasst. Also bis zu 48 µA können bedient werden von diesem Switch. Das ist eine sehr hohe Gateway-Dichte für eine Rack-Einheit. Die SFPs können aber auch in herkömmlichen COD-Switches Verwendung finden. Anbindung an Spine- und Core-Switches ist natürlich dann über die breitbandigen 100 Gig-Links vorausgesetzt und da haben wir bis zu 800 Gigabit pro Sekunde Media-Kapazität.
und im Falle einer 2022-6 Installation können bis zu 96 SD- oder HD-Signale verarbeitet werden, gleich wie auch im 2110-Netzwerk, auch hier bis zu 96 in einer Höheneinheit. Wenn wir von 4K und UHD-Anforderungen sprechen, gehen wir einen Schritt weiter. Hier gibt es neben der Muon-A-Serie die Muon-Bs, die noch leistungsfähiger ausgeführt sind. Die bieten nämlich Kapazität, 2 12G-Signale zu prozessieren. Sonst gleicher Formfaktor, wieder in einem SFP verbaut, mit der Kapazität auf SMPTE 2110 und 2022-7. Wenn man nicht nur an Ein- und Ausgänge denkt, es gibt auch die Möglichkeit, nur Prozessor-Power in einem SFP zu packen. Also wir nennen ihn Muon B Processing. Sie sehen hier keine Anschlüsse vorhanden. Auch hier definiert die App sozusagen wieder seine Funktion. Könnte auf der einen Seite zum Beispiel eine Kompression bereitstellen, JPEG 2000 oder JPEG XS für Remote-Production-Lösungen oder Wide-Area-Anwendungen. Könnte aber auch einen Multiviewer rendern oder einen Uptown-Cross-Converter bieten. Und man erinnert sich, früher sozusagen eine Einschubkarte in einen zentralen Router, heute sozusagen im Vergleich in einem leistungsfähigen FPGA in einen SFP verbaut. Wenn man zurückkommt zu unserer Eventbranche und der Theaterbranche und hier die Anwendungen sieht, dass man ja gern mal Signale irgendwo absetzen möchte, wieder der dezentrale Gedanke verfolgt. Es gibt auch die Fusion Boxes, die das Portfolio erweitern sozusagen. Hier ist auch ein FPGA on board, der sozusagen die entsprechende App ausführt und das Gegenstück zum Beispiel hinter einer LED-Wand bilden könnte oder auch eine PTZ-Kamera aus einem Rig abholen könnte. Und zwar sogar so weit, dass man das SDI-Signal abholen könnte in Form einer PTZ-Kamera und auch den Gigabit-Ethernet-Tunnel bereitstellt, um die Steuerdaten zu übertragen. Und hier auch wieder an die Bedürfnisse angepasst, 6 SFP-Schächte, die beliebig bestückt werden können. 2 davon bilden das redundante Netzwerk, Redundanz optional, und die 4 verbleibenden sozusagen nehmen die Medien-SFPs auf. Hier habe ich nochmal eine andere Darstellung von den Fusion Boxes abgebildet. Sie sehen hier links, man sieht meinen Mauscursor leider nicht, Sekunde. Genau, Sie sehen hier links das Interface zur IP-Welt, 2x auf Glas und dann links davon sozusagen die SDI-SFPs und zusätzlich in diesem Fall auch noch 2 HDMI-Schnittstellen. Also auch HDMI wird als Schnittstelle angeboten für Fusion Boxes. Auch diese kleinen Boxen sind bereit, sozusagen Kompression zu ermöglichen. Also der Prozessor, der hier drin steckt, ist leistungsfähig genug, um JPEG 2000 und JPEG XS anzubieten. Das heißt, auch hier könnte ich komprimierte Signale von A nach B transportieren. Der kleinere Bruder ist die Fusion 3 Box, die sozusagen 3 SFP-Schächte bereitstellt. Hier auch 2 für redundantes Netzwerk und 1 Mediaport. Kann ein HDMI sein oder kann auch ein dualer SDI-SFP sein. Dann in diesem Fall Dual-In, Dual-Out oder bidirektional zu verwenden. Der FPGA dahinter ist aber der gleiche, das heißt auch hier habe ich die Leistung, Kompression oder ein Multiviewer zum Beispiel lokal an dieser Box zu rendern. Hier vielleicht nochmal zur Verdeutlichung zusammengefasst. Es gibt zum Beispiel eine Box hinter Monitoren, weil klein, kompakt, leicht abzusetzen, kann damit sozusagen mein IP-Signal nativ bis vor Ort transportieren und konvertiere dann in HDMI-Schnittstellen zum Beispiel, weil das mein Monitor so bereitstellt. Optional mit redundantem Netzteil, Netzwerk. Sie sehen es hier, rotes und blaues Netzwerk, um Redundanz zu schaffen. Und auch natürlich ein redundantes Netzteil, weil ich es gerade angesprochen habe, ist denkbar. Also auch für die Fusion Boxes können wir redundante Netzteile anbieten. Und Beispiel 2, ich habe es schon kurz vorweggenommen, könnte sein, um PTZ-Kameras abzuholen und zu kontrollieren.
Also hier kann die Fusion Box entsprechend konfiguriert werden, um auf der einen Seite die Signale zu übernehmen, aber gleichzeitig sozusagen einen 1 Gigabit Netzwerktunnel transparent bereitzustellen, um die Steuerung sozusagen an meine gewünschte Position zu transportieren. Und so kann ich den PTZ Operator absetzen. Ich möchte noch ein paar Worte zum Thema Intercom verlieren. Intercom ist natürlich ein weiteres Portfolio von Riedel. Hier ein kleines Beispiel, das Sie jetzt vielleicht ein bisschen überwältigt und Sie müssen es auch nicht bis zum Ende nachverfolgen, aber das könnte zum Beispiel eine komplexe Installation sein. Es gibt die Artist-Familie, das ist eine klassische Intercom-Matrix, die auch die Option bereitstellt, in einem Glasfaserverbund erweitert zu werden sozusagen. Auch hier wieder der dezentrale Ansatz, verschiedene Studios, verschiedene Matrizen, die sozusagen über den Fiberverbund die Backplane-Kommunikation erweitern. Es gibt vier Größen, die Artist 32, 64 und 128 und das jüngste Produkt dieses Portfolios ist Artist 1024, die sozusagen Full IP und auch MADI spricht, aber voll kompatibel ist zum vorherigen Artist-Portfolio. Um hier ein bisschen ins Detail zu gehen, auch eine sehr leistungsfähige Box, die bis zu 1024 Intercom-Ports, wenn wir von Intercom-Ports sprechen, bedeutet es eine Sprechstelle, ein Bolero-Beltpack, aber auch eine Audioverbindung zum Beispiel zu Ihrer Audiokonsole in zwei Höheneinheiten. Eine Einschubkarte ist leistungsfähig genug, um 128 Ports abzubilden, was nicht zwingend bedeutet, dass Sie damit 128 Ports nutzen müssen, denn die Hardware basiert dann in weiterer Folge auf einem Lizenzmodell und wenn Sie zum Beispiel in Ihrer Installation mit 32 Ports das Auslangen finden, kann man dann diese Hardware auch nur auf 32 Ports lizenzieren, um so das Budget zu schonen. Das Lizenzmodell ist sehr flexibel gehalten von unserer Seite, man kann das auch upgraden, es gibt dann Erweiterungslizenzen und auch Flex-Lizenzen, mit denen man eine Anzahl von Ports von einem Frame zu einem anderen übertragen kann. Beispiel, es wird im Ü-Wagen mehr benötigt als vorgesehen, könnte ich eine Lizenz aus dem Studio entbinden und auf dem Ü-Wagen temporär aktivieren. Auch hier haben wir natürlich Redundanzmechanismen vorgesehen. In der IP-Welt unterstützt die Artist 1024 SMPTE 2022-7 und auch N+1-Redundanz. Unter N+1-Redundanz verstehen wir, wenn ich eine Karte zusätzlich in meinem Frame verbaut habe, die ich als Backup vorsehe, kann ich mit einem Drag-and-Drop-Klick sozusagen die Konfiguration von einer Karte im Ausfallsfalle auf eine zweite Karte umziehen. Genau, so sieht die Karte aus. Wir haben uns auch bei der Entwicklung Gedanken gemacht zum Design und es wurde dann sozusagen klugerweise entschieden, nur eine Karte zu entwickeln, die sozusagen abhängig von ihrem Schacht ihre Rolle übernimmt. Ob sie jetzt Master-CPU ist sozusagen oder eine Client-Karte, die Sprechstellen, Boleros oder Vierdrähte anbindet, bleibt dann sozusagen der Bestückung über und ob sie AES67 spricht oder MADI, ist nur Teil der Konfiguration. Eine Karte ist jedoch bindend auf ein Protokoll gebunden. Das heißt, wenn ich sie als MADI-Karte definiere, dann macht sie auf beiden Mediaports sozusagen MADI-Verbindungen, 2x64 Kanäle und wenn ich sie als AES67 konfiguriere, dann bildet sie IP-Sprechstellen ab, Boleros oder IP-Vierdrähte. Und die Endstellen für die Anwender sind sozusagen die Sprechstellen und die Sprechstellen haben sich natürlich auch in der Riedel-Welt entwickelt. Ich habe hier als Beispiel jetzt das Telefon herangezogen. Also jeder weiß, dass sich Telefon zu Smartphone entwickelt hat. Und so hat sich bei Riedel Sprechstelle zu Smart Panel entwickelt. Der Gedanke ist natürlich auch hier, wie wir es schon bei Medianet gehört haben, dass es einfach softwarebasierte Hardware ist. Das heißt, ich kann mein Hardware-Panel in unterschiedlichen Apps mit unterschiedlichen Lizenzierungen für unterschiedliche Einsätze nutzen. Klassisch natürlich die Intercom-App, die wie von Riedel gewohnt zwei Keybanks, Standard und Shift-Page aus der Vergangenheit bereitstellt. Zusätzlich kann man aber auch eine Control-App, die NMOS ISO 7 spricht, lizenzieren und eine Audio-Monitoring-App, um Vierdrähte im IP-Netzwerk abzuholen und lokal zu mischen. Die Sprechstelle ist sozusagen
leistungsfähig genug, um bis zu 32 Audiokanäle lokal zu mischen. Ich mache jetzt einen Sprung zurück auf die 23er-Serie. Das ist ein zweites Modell der IP-Sprechstellen, der Smart Panels bei Riedel. Hier haben wir sozusagen ein 1HE-Modell mit 18 Tasten, 2318 genannt. Wir haben ein Erweiterungspanel mit bis zu 24 Tasten auf einer Höheneinheit und wir haben eine Tischsprechstelle mit 12 Tasten. Zwei Layer selbstverständlich. Und auch hier bei diesem Smart Panel gibt es eine weitere App, die wir Medionet Control App nennen, denn damit ist es möglich, auf Ember Plus basierend ein vorhandenes Medionet-System fernzubedienen. Das heißt, ich kann zum Beispiel Audio- und Video-Routings über mein Intercom-Panel realisieren. Noch ein paar Details zur 1200er-Serie. Das ist das jüngste Mitglied der Riedel-Sprechstellenfamilie. Hier ein komplett neues Bedienkonzept sozusagen. Wir haben uns für Hybrid Lever Keys entschieden, das heißt nach oben und nach unten kippbare Schalter, die noch einen Inkrementalgeber eingelassen haben, um die Lautstärke des jeweiligen Ziels zu realisieren. Hier gilt, was ich vorhin erzählt habe, also wir haben drei Apps verfügbar, die Intercom-App, die Control-Panel-App und auch die Audio-Monitoring-App. Damit natürlich auch in vielleicht nicht so voluminösen Arbeitsräumen oder im Ü-Wagen-Einsatz die Möglichkeit, viel in einem Intercom-Panel abzubilden, um hier auch an Rackspace einzusparen. Ich habe mir erlaubt, hier jetzt nochmal zurückzuspringen auf mein Theaterbeispiel, um das in weiterer Folge noch ein bisschen mit Intercom zu erweitern. Sie kennen schon die Medionet-Installation, mit der ich eingeleitet habe. Man könnte jetzt zum Beispiel hier im Geräteraum eine Artist 1024 ergänzen und einen Netzwerkswitch, der die globale Signalverteilung managt. Dann könnte man zum Beispiel eine 1232 2HE-Sprechstelle, 32 Tasten auf zwei Ebenen, somit 64 Ziele verfügbar ins Inspizientenpult integrieren. Man könnte eine Sprechstelle in der Unterbühne platzieren, um zum Beispiel für Sicherheitsposten Kommunikation zur Inspizienz sicherzustellen. Man könnte in weiterer Folge dann noch Sprechstelle bei der Beleuchtung, in der Regulierung unterbringen, in der Tonregie, in der Videoregie, im Streamingstudio und so sozusagen alle Gewerke miteinander verbinden. Hier ist es natürlich auch denkbar, dass man zum Beispiel die Sprechstellen über die vorhandenen Medionet-Frames absetzt. Sie erinnern sich an den 1-Gigabit-Tunnel, der das ermöglicht. Man müsste nicht extra Infrastruktur dafür schaffen. Wenn ich jetzt aber meine Kollegen und Mitarbeiter noch mobil machen möchte, gibt es auch drahtlose Kommunikation. Bolero, vielleicht dem einen oder anderen von Ihnen schon bekannt. Basierend auf dem Deckband, relativ frisch auch als 2,4 GHz-Variante verfügbar, haben wir auf der IBC dieses Jahr vorgestellt. Mit verblüffender Reichweite, es ist frei von Lizenzgebühren, weil im Deckband basierend. Es kann abhängig vom Standalone oder Integrated Mode zwischen 100 und 250 Antennen und Beltpacks abbilden. 10 Beltpacks können pro Antenne gehostet werden. Das heißt, hier muss man sich bei der Planung überlegen, wie viel Abdeckung brauche ich und wie viele Teilnehmer werde ich zum Beispiel auf der Bühne erwarten. Und wir haben damit eigentlich die niedrigste Latenz auf dem Markt. Seamless Handover, selbstverständlich, das heißt, man kann sich damit frei bewegen. Das Beltpack bucht sich von einer Antenne zur nächsten. Der Nutzer merkt nichts, es wird auch das Audio nicht gestört, nicht unterbrochen. Wir haben 6 frei definierbare Tasten, die abhängig von der Konfiguration komplett frei belegt werden können. Ob das ein Punkt-zu-Punkt-Ruf zu einem Kollegen ist oder ein Gruppenruf oder eine Konferenz, bleibt ganz dem Nutzer überlassen. Akkulaufzeit ausreichend für einen Produktionsalltag, grundsätzlich 17 Stunden zum Beispiel sind kein Thema, 17 Stunden Akkulaufzeit. Schnelle und einfache Registrierung dank NFC-Chip, das heißt, kommt ein neues Beltpack ins Spiel, einmal zu einem schon registrierten Beltpack, Touch and Go oder zu einer bestehenden Antenne. Wir haben Bluetooth an Bord, was im Arbeitsalltag auf der einen Seite ermöglicht, sein Smartphone zu koppeln und über das Headset, das man für die Intercom trägt, dann sein Telefongespräch zu führen. Oder umgekehrt, man koppelt seine Bluetooth-Headset und nutzt das für die Kommunikation mit Bolero. Beides ist denkbar. Und Key Feature, Sie können es dann gerne am Stand testen, Flaschenöffner.
in den Gürtelclip integriert. Bolero kann als Standalone agieren. Es ist nicht zwingend notwendig, Bolero an eine Artist-Matrix zu binden. Das heißt, man kann mit einer Antenne ins Rennen gehen und damit bis zu 10 Beltpacks hosten, damit schon ein kleines System aufbauen. Es gibt dann im Erweiterungsfall zwei unterschiedliche Modi. Es gibt Standalone Link. Darunter verstehen wir, dass sozusagen eine Daisy-Chain-Kette aus Antennen gebildet wird, die über unser Protokoll auf Cat5e-Verkabelung bis zu 300 Meter geführt werden kann. Optional kann man den Ring natürlich schließen, was wieder für mehr Ausfallssicherheit sorgt. Hierfür gibt es dann spezielle Netzteile, die bis zu 5 Antennen im Verbund von einer Station aus bedienen können, oder man setzt pro Antenne ein lokales Wandnetzteil. 12 Partylines sind möglich im Bolero Standalone-Betrieb, optional mit Lizenzerweiterung bis auf 32 möglich. Wir haben simple Over-the-Air- und NFC-Registrierung, das heißt, auch das Netz wird für ein Beltpack drahtlos gefunden. Die Konfiguration in diesem Fall passiert komplett im Web-GUI, das heißt, man browst eine der Antennen über die IP-Adresse an und hat sofort die Konfigurationsoberfläche vor sich. Optional gibt es die NSA, Network Stream Adapter, von unserer Seite, mit der man dann 4 Drähte, Analog, Audio und auch GPI-Kontakte in Bolero integrieren kann. Die Verdrahtungsvariante 2 könnte Standalone AES67 sein. Das wiederum würde bedeuten, die Antennen an eine vorhandene Switch-Infrastruktur anzubinden und nicht in der Daisy-Chain. Der Rest verhält sich ident. Und die dritte Option eines Bolero-Betriebs ist die Integrated. Integrated bedeutet, Bolero ist Teil eines Artist-Systems, wird in dem Fall auch von Director konfiguriert. Das Web-GUI dient dann für globale Einstellungen und in erster Linie für Monitoring, wo ich sozusagen meine Teilnehmer überwachen kann. Ich sehe den Batteriestatus von jedem Beltpack, das unterwegs ist. Ich sehe, in welcher Antenne es eingebucht ist beispielsweise. Hier haben wir die Möglichkeit, unbegrenzte Partylines zu konfigurieren und auch unbegrenzte Punkt-zu-Punkt-Verbindungen. Anbindung erfolgt in diesem Fall über ein AES67-basiertes Netzwerk. Und hier natürlich der Vorteil, weite Distanzen werden einfach über Glas abgebildet. Redundante Spannungsversorgung, einmal über PoE vom Switch kommend und über das Wandnetzteil möglich. Könnte in einer Theaterinstallation beispielsweise so aussehen: Ich montiere zum Beispiel auf Höhe des Portals meine Bolero-Antenne, führe die in meinen Geräteraum an den schon vorhandenen Switch, gebe zum Beispiel Beltpacks an die Technik aus, gebe Beltpacks an die Verfolgerpositionen aus. Auch Video wird vermehrt eingesetzt am Theater, gebe Beltpack zum Beispiel für meine Kameraleute aus und kann so eigentlich uneingeschränkt über alle Gewerke kommunizieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen dazu? Ich lade Sie herzlich ein. Wir sind am Stand B2, B3 zu finden. Wir haben viele Geräte hier. Bitte, Herr Prager. Hängt natürlich ein bisschen von der Topologie ab, aber wir sprechen von Millisekunden. Also auch mit Nachbearbeitung durch den DSP, ja, genau. Also es ist sehr rasch und man kann das auch in der MediaWorks-Software kontrollieren. Also man sieht, man kann in der Software überprüfen, wie lange die Laufzeit vom Eingang zum Ausgang zum Beispiel. Bei beiden Technologien, genau. Mehr Latenz natürlich bei Medianet-IP-Produkten, die dann komprimieren. Aber auch hier haben wir bei JPEG Access wirklich super geringe Latenzen und bei JPEG 2000 etwas mehr. Aber selbst hier sprechen wir nur von 2 bis 4 Frames, was jetzt ja in einer Wide Area Network Anwendung immer noch super gering ist. Genau. So grob, ja. Ja, weil Medianet unkomprimiert natürlich, es wird nur auf die Timeslots des TDM-Protokolls gesetzt und transportiert. Noch Fragen? Wie gesagt, ich lade Sie herzlich ein, unseren Stand zu besuchen. Wir haben viel der Hardware hier. Wir können gerne hands-on
Sie können sich auch die Software mal anschauen oder die Abdeckung von einem Bolero Beltpack testen. Danke vielmals.